Und herzlich willkommen zum letzten Video des Jahres 2022. Wir haben wieder ein volles Jahr geschafft. Für meinen Teil ging das relativ schnell. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Gefühlt ist das letzte Silvester erst wenige Monate her und nicht 12. Ich tue mich auch so ein bisschen schwer, überhaupt mich zurückerinnern, was dieses Jahr so game-technisch passiert ist. Auf dem Kanal hatten wir jetzt gar nicht so super viel Neues, glaube ich. Wir hatten so ein paar ziemlich coole Games. Aber jetzt nicht so den absoluten Kracher dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Schreibt mal in die Kommentare, was für euch so das coolste Game war da draußen oder auch das coolste auf dem Kanal, was ihr vielleicht auch gerne wiedersehen würdet. Würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, ja, schreibt es am besten jetzt in die Kommentare, bevor ich da was dazu sage. Ich denke, für mich war es so ein bisschen Medieval Dynasty. Das kam ja schon 2020, glaube ich, raus. Also da war ich so ein bisschen spät dran, aber wir haben, glaube ich, dieses Jahr angefangen, Anfang des Jahres. Und das war wirklich ein ziemlich cooles Game, hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten auch eine ziemlich lange Season. Also definitiv einer der größeren Titel auf dem Kanal, aber ich denke auch generell ein sehr gutes Spiel, was man absolut weiterempfehlen kann. Wir hatten ja noch Planet Crafter, was auch ein ziemlich cooles, neues, ja, Survival war. Und ist natürlich, kamen ja auch schon wieder einige super coole Updates, wir haben ja schon wieder kurz reingeschaut. Auch ein Spiel, was ich absolut weiterempfehlen kann. Ansonsten war da jetzt nicht so viel Großes, so ein paar kleinere Early Access Titel, die wir uns angeguckt haben, die zumindest mal ganz, ganz witzig waren, aber jetzt nicht so die absoluten Kracher. Bei Astro Colony zum Beispiel sehe ich ziemlich viel Potenzial, also ich denke, aus dem Spiel könnte man viel machen, aber da fehlt einfach noch einiges, auch der Anreiz für die Automatisierung fehlt irgendwie noch so. Weil man braucht ja gar nicht die Menge an Ressourcen, wo es sich dann wirklich lohnen würde, irgendwas zu automatisieren. Aber ich denke, wenn das Spiel sich noch so ein bisschen entwickelt, dann könnte das auch automatisierungstechnisch ganz interessant werden. So ein neues Satisfactory Factorio, so in die Richtung im Weltall. Hat mir ganz gut gefallen und ja, wie gesagt, also sehe ich auf jeden Fall viel Potenzial aus dem Spiel. Kann man auch ganz viel machen. Momentan noch sehr früh in der Entwicklung. Mal gucken, was daraus dann später noch wird. Wo ich das Jahr 2022 sehr positiv einschätzen würde, ist definitiv der Bereich Computer-Hardware. Da hat sich wirklich was getan. Also da sind wir jetzt in ganz anderen Sphären unterwegs als noch vor ein paar Jahren. Super cool, was da jetzt an neuen Prozessoren und Plattformen, Mainboards und so weiter am Markt ist. Da möchte ich auch noch ein kleines Video vielleicht zu meinem neuen Setup machen. Viele von euch wird es ja sicherlich auch interessieren und die Zeiten für neue PCs werden auf jeden Fall wieder besser, selbst wenn sich im Grafikkartenbereich immer noch nicht so viel getan hat. Bei den Plattformen im Allgemeinen hat sich durchaus sehr viel getan und da haben wir einige größere Entwicklungen gehabt. In Teilbereichen so große Sprünge, dass es sich überhaupt nicht lohnt, die entsprechende Hardware schon anzuschaffen, weil sich das wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren lohnen wird. Also auf jeden Fall super spannend, was sich da in dem Bereich in 2022 getan hat. Für 2023, denke ich, können wir hardware-technisch durchaus auch positiv sein. Ich denke, auch der Grafikkartenbereich wird sich dann jetzt, da werden sich die Preise so ein bisschen abkühlen, hoffe ich doch mal. Und auch da wird es dann attraktiver und ich denke, dann macht es im Allgemeinen auf jeden Fall Sinn, sich eine neue Maschine zu holen, falls da eine ansteht. Im Gaming-Bereich bin ich gespannt, was das neue Jahr so bringt. Ich muss sagen, es gibt jetzt nicht viele Titel, auf die ich wirklich warte, abgesehen von ARK 2. Also ich setze wirklich alle Pferde auf das neue ARK 2. Ich hoffe, das kommt dann auch bald und nicht erst Ende des Jahres oder vielleicht sogar erst 2024. Da freue ich mich total drauf. Ich denke, dass ARK auch dringend mal wieder ein Upgrade braucht. Das Spiel ist jetzt schon wirklich alt. Ich glaube, 2015 kam es raus, ne? Als Early Access Titel. Und die Grafik zeigt es halt doch schon, dass ARK nicht mehr so ganz frisch ist. Wäre natürlich mega, wenn da mal was Neues kommt. Ist natürlich dann auch erstmal wieder eine lange Phase, bis wir den Mod-Support haben und die Anzahl an Mods, die wir jetzt für das normale ARK haben. Da sind wir natürlich absolut verwöhnt, aber ich bin trotzdem super positiv, was das neue Game angeht. Ich hoffe, das wird mindestens genauso gut wie das gute alte ARK, was wir so lieben gelernt haben. Natürlich hoffe ich auch, dass nebenbei so die ein oder andere Survival-Perle oder vielleicht auch mal ein anderes cooles Game wieder neu dabei ist. Auch so im Automationsbereich, Fabrikbau, Simulation oder vielleicht auch mal ein ganz neues Genre. Mal gucken, was da so auf uns wartet.
Schreibt doch auch mal in die Kommentare, worauf ihr wartet, was so die großen Games sind, auf die ihr 2023 wartet und auf die ihr all eure Hoffnungen setzt. Die meisten der Games, die wir hier auf dem Kanal sehen, sind ja auch Empfehlungen von euch. Also haut auf jeden Fall in die Tasten, wenn ihr dann noch irgendwelche Geheimtipps für uns habt. Danke schon mal von mir für all eure Tipps und natürlich ganz, ganz lieben Dank für all euren Mega-Support dieses Jahr. Wir haben die 30.000 Abonnenten geknackt. Super genial. Ganz lieben Dank für jedes Abo, was ihr da lasst. Also wenn euch die Videos gefallen und ihr es noch nicht getan habt, gerne abonnieren. Damit helft ihr mir und dem Kanal wirklich aus. Genauso freue ich mich natürlich über jedes Like. Das ist für mich auch eines der wichtigen Indizien, welche Games euch gefallen, welche Videos euch gefallen, damit ich dann auch überhaupt weiß, was ich als nächstes bringen soll. Also ich sitze ja immer quasi alleine vor meinem PC und spreche mit meinem Mikro. Das ist nicht so super spannend. Das ist natürlich viel interessanter, wenn ich dann von euch auch Feedback auf die Videos bekomme und dann so eine grobe Idee habe, was euch auch wirklich gefällt. Deswegen immer möglichst liken, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr Tipps, Ideen habt, damit ich da Bescheid weiß. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dürft ihr das Video auch gerne verlinken und weiterempfehlen. Ich habe nach wie vor mega Spaß daran, die Videos für euch aufzunehmen und freue mich natürlich immer total über eure Kommentare, über all die super lieben Nachrichten, die ich bekomme. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich habe wirklich jedes Mal Spaß dran, die Kommentarsektionen durchzulesen, meine Nachrichten zu lesen. Es sind so viele super nette Sachen dabei. Ich denke, das ist auch nicht üblich auf YouTube. Da gibt es, denke ich, alles mögliche andere, was man da zu lesen kriegt oftmals. Also da bin ich wirklich super glücklich über diese mega liebe Community. Ganz lieben Dank an euch da draußen. Ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall auch weiter dranbleiben und Videos für euch bringen. So lange und so viel ich kann. Auch wenn ich sagen muss, dass es momentan wirklich deutlich schwieriger geworden ist, aber ich denke, das bezieht sich nicht nur auf mich, das wird vielen von euch auch so gehen. Dieses Jahr war dann ziemlich hartes Jahr im Allgemeinen, denke ich. Auch nicht viel besser als das letzte Jahr. Ich hoffe, 2023 wird da so ein bisschen entspannter. Momentan ist es zeitlich knapper denn je. Ich denke, das sage ich trotzdem jedes Jahr wieder. Dieses Jahr war es dann noch besonders heftig mit den ganzen Krankheiten zwischendrin, wo ich auch wieder mehrfach so flach lag, dass gar nichts mehr ging. Aber auch da, denke ich, wird es dem einen oder anderen von euch ganz genauso gegangen sein. Ja, ich würde natürlich auch gerne wieder mehr Zeit in YouTube stecken. Deswegen bin ich auch allen Supportern da draußen wirklich super dankbar. Ganz lieben Dank an alle YouTube-Kanalmitglieder, immer noch die Twitch-Subs da draußen. Ganz lieben Dank, dass ihr dranbleibt. Ich hoffe, ich habe auch mal irgendwann wieder Zeit zum Streamen. Das wäre auch mal wieder eine schöne Abwechslung auf jeden Fall. Aber momentan bringe ich es einfach zeitlich nicht unter. Ich habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen Rücksicht auf mich selbst nehmen muss und mir so Tage wie gerade jetzt auch die Weihnachtstage oder Silvester dann einfach auch mal ein bisschen Zeit für mich nehmen muss, ein bisschen rausgehen vielleicht, ein bisschen bewegen wenigstens. Ich arbeite aktuell 6 Tage die Woche, das heißt, da ist jeder Feiertag willkommen. Und wenn ich da dann auch noch am PC sitze und zocke, dann mache ich es glaube ich nicht mehr lange. Also nehmt euch ein Beispiel dran, bewegt euch ein bisschen mehr, ist doch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ich denke, das wird so einer meiner neuen Vorsätze sein. Und wenn ihr das Projekt Narches hier unterstützen wollt, dann wisst ihr jetzt wie. Wenn ihr könnt und wollt, freue ich mich natürlich über euren Support über Tippi Stream, Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Projekt einmalig oder monatlich supporten. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mal eine Videoserie rauszubringen über das ganze Thema Videos auf YouTube aufnehmen. Wäre, denke ich, auch ganz interessant, das von verschiedenen Seiten her mal so ein bisschen zu beleuchten und so ein bisschen zu zeigen, wie viel Arbeit eigentlich auch dahinter steckt, ein YouTube-Video so in dem Rahmen zu veröffentlichen. Ich weiß, wir haben einige in der Community, die auch selbst YouTube-Videos veröffentlichen oder drüber nachdenken, das zu tun. Also schreibt in die Kommentare, ob euch das Thema interessieren würde. So, jetzt habe ich aber langsam auch genug geredet. Ein wichtiger Punkt bleibt da noch, das sind natürlich die Vorsätze fürs nächste Jahr. Wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich halte da nicht so super viel davon. Aber wenn man sich so ein paar realistische Ziele setzt und die dann auch tatsächlich einhält und verfolgt, dann denke ich, macht das Ganze natürlich durchaus Sinn. Und ich habe jetzt tatsächlich so ein paar Ziele fürs nächste Jahr. Das eine kennt ihr ja schon. Also ich möchte auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr Bewegung in mein Leben bringen. Und generell einfach wieder ein bisschen fitter werden. Ich hatte ja jetzt meine Krankheitsjahre, könnte man fast sagen, mit der ganzen Covid-Geschichte, den ganzen anderen
Grippe, Wellen und Erkrankungen, die damit reingespielt haben. Ich hatte meinen gebrochenen Arm. Das Ganze hat mich dieses Jahr wirklich ausgebremst und ich merke es gesundheitlich gerade wirklich doll. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, da nächstes Jahr so ein bisschen mehr drauf zu schauen, wieder so ein bisschen regelmäßiger in Bewegung zu kommen. Und dieses Ziel werde ich auch entschlossen verfolgen. Jetzt seid ihr dran, schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch vorgenommen habt fürs neue Jahr. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Punkt, den ich da vielleicht in meine Liste mit aufnehmen könnte. Mehr als zwei sollten es, denke ich, nicht sein, sonst wird es langsam unrealistisch. Aber so ein zweiter kleiner Vorsatz hat, glaube ich, noch Platz. Also ich bin schon super gespannt, was ihr euch da so vorgenommen habt. Also haut in die Tasten und lasst mich nicht drauf warten. So weit, so gut. Jetzt haben wir es nicht mehr lange, bis es knallt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein wunderschönes und vor allem friedliches und gesundes 2023. Lasst es krachen, aber passt auf euch und aufeinander auf. Ich freue mich darauf, euch in den Kommentaren zu lesen. Danke, dass ihr dieses Jahr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.